Der Fokus liegt ganz klar auf Wolfsburg. Auf der anderen Seite waren das sehr dramatische Ereignisse am vergangenen Wochenende, die auch Eindruck bei allen hinterlassen haben. Inwieweit hängt das noch nach und inwieweit ist man noch dabei, das zu verdauen? Ich denke, es hat 2 Tage gedauert, mit Sicherheit. Also ich denke aber ab Dienstag, Mittwoch so langsam, glaube ich auch, dass bei den Spielern, sagen wir mal, das Bewusstsein fürs nächste Spiel wieder an Gewicht gewonnen hat. Und das, was passiert ist, es ist normal im Leben so, dass immer wieder Dinge passieren, die man dann verarbeiten muss, die natürlich auch nicht positiv sind. Aber für eine Fußballmannschaft geht es immer darum, die nächste Situation dann wahrzunehmen. Ja? Und da sind wir Samstag vor einer großen Möglichkeit nochmal. Ja, wenn wir unseren Anteil dazu beitragen, das Spiel gewinnen in Wolfsburg, dann bereiten wir uns vielleicht nächste Woche auf die Relegation gegen Nürnberg vor. Ja.